bei MDR Kultur. Und jetzt kann ich mich irgendwie nicht so richtig entscheiden. Also dieser Mann, um den es jetzt geht, hat so viele verschiedene Berufe gehabt. Er war nicht nur Gynäkologe, Anatom und Pathologe. Er war auch noch Naturphilosoph und Maler. Und vom Posten her war er auch noch königlicher Hofarzt. Also, tja, was soll man sagen? Man würde es, glaube ich, einen Universalgelehrten nennen. Menschen, Ereignisse, Geschichte. Der MDR Kultur Stichtag. Karl Gustav Karus nämlich, das Dresdner Uniklinikum trägt ja seinen Namen, und heute vor 235 Jahren wurde er geboren. Das Unbewusste. Es beeinflusst den Menschen sein ganzes Leben. Diesen Grundsatz postuliert Karl Gustav Karus ein halbes Jahrhundert vor Sigmund Freud. Der Schlüssel zur Erkenntnis des bewussten Seelenlebens liegt in der Region des Unbewussten. Nicht nur das Seelenleben, auch Gesundheit und Krankheit beeinflusst das Unbewusste. Mit dieser Idee steht Karus Mitte des 19. Jahrhunderts ziemlich allein, so wie auch sonst. Karus ist eine singuläre Erscheinung, als Arzt, Maler, Schriftsteller, Reisender. Wobei bei ihm alles mit allem zusammenhängt. Wer sich die schwermütige Stimmung meiner Bilder nicht mit der frischen Tätigkeit meines Lebens zu reimen verstand, der zeigte mir, wie wenig er von meinem inneren Leben entziffert hatte. Mit 15 beginnt Karus in Leipzig sein Studium, Botanik, Physik und Chemie, danach noch Medizin. Mit 22 Jahren hat Karl Gustav Karus zwei Doktortitel, eine Habilschrift verfasst und arbeitet als Arzt in Leipzig. Er lebt die Völkerschlacht mit ihren Zehntausenden Toten und Verletzten. Erwäge ich jene Zeit recht, so war es im Grunde hier zum ersten Mal, dass es mir deutlich fühlbar wurde, wie gering ein menschliches Dasein oft auf der großen Rechentafel der Welt zu zählen scheint. Nicht nur als Arzt steht Karus oft hilflos am Krankenbette, auch als Vater erlebt er den Tod von 9 seiner Kinder. Gegen die Verzweiflung hilft ihm die Malerei. Wie oft ist es mir gelungen, das innerste Geheimnis der Seele von schwerer Trübung zu reinigen, indem ich dunkle Nebelbilder, in Schnee versunkene Kirchhöfe und Ähnliches in bildlichen Kompositionen entwarf. Neben Caspar David Friedrich und Otto Runge gilt Karus heute als wichtigster Maler der Romantik. Seine Bilder sind gefragte Sammlerstücke. Bahnbrechend sind auch die medizinischen Leistungen von Karl Gustav Karus. Er schreibt ein zweibändiges Lehrbuch über Gynäkologie, mit dem er den Begriff in Deutschland erst einführt und in dem er Frauenheilkunde, Geburtshilfe und Chirurgie zusammendenkt. In Dresden wird er zum ersten Professor für Geburtshilfe ernannt. Er wird Leibarzt dreier sächsischer Könige. Louis Bonaparte, der Bruder Napoleons, ruft ihn ebenso zu sich wie Giacomo Rossini. Mein Rat sollte über manches, was man ihm schon empfohlen hatte, entscheiden. Rossini und Louis Bonaparte sucht Karl Gustav Karus während seiner Italienreisen auf, auf denen er nicht nur künstlerische Inspiration sucht, sondern auch Hospitäler besucht. Es ist mir vollkommen deutlich geworden, dass auch noch im irren Zustande ein scharf bezeichneter Unterschied zwischen dem Italiener und dem Deutschen besteht. Damit überschreitet der Grenzüberschreiter Karl Gustav Karus eine Tabugrenze. Er glaubt an menschliche Rassen und Unterschiede zwischen ihnen. Doch mit seinen Ideen über das Unbewusste, mit seinen Bildern, seinen philosophischen Essays und medizinischen Lehrbüchern ist Karl Gustav Karus einer der letzten Universalgelehrten. Ein langes und reiches Leben war mir gegönnt, und ich scheide davon als keinem verfehlten Kunstwerk, vielmehr mit innigem Dank gegen Gott und aufrichtiger Liebe zu den Menschen.